er war früher so als Typoskript in den Grazer, in der Grazer Literaturzeitschrift abgedruckt. Und der ist jetzt nach über 30 Jahren wiederentdeckt worden und zum ersten Mal als Buch herausgekommen. Früher hat der Text, in den Manuskripten hat der Text den Titel getragen, das lächelnde Gesicht der Totenmaske der Else Lasker Schüler. Und als Buch ist es jetzt Wortschatz der Nacht. Ich lese so ungefähr aus beiden dann, so 35, 40 Minuten. Und dann damals vor 3 Jahren, im Todesjahr Jakobs, wurde von einem Henker der Kopf des 21-jährigen Christian Ranucci unter die Schneide des Fallbeils gerichtet. Drehen Sie den Kopf etwas rechts, damit Sie, während das Fallbeil langsam in Zeitlupe nach unten trottet, wie jemand, der langsam aus den Wolken steigt, seine Fersen sieht man schon. Drehen Sie den Kopf, damit Sie das Blut des Himmels sehen, während sich der Schatten der Messerschneide, die in der Sonne blinkt, verändert, den Oberkörper ein wenig nach vorn, damit ich mich draufsetzen und reiten kann, während das Fallbeil fällt. Meine Hände strecke ich vor, 2 Schalen, in die dein Kopf fallen wird. Ich werde auf deinen Hinterkopf blicken, während der isolierte Kopf mit dem Gesicht voran in meinen Handschalen liegt und ohne, dass es jemand sieht, werden 2 meiner Finger nach deinen Augenlidern tasten und sie nach unten ziehen. Dann drehe ich deinen Kopf um und gebe dir einen Kuss auf die Lippen. Blutig sind meine Hände, aber ich denke im selben Augenblick an einen von 100 Wasserstrahlen. Einer genügt, ich brauche nicht 99 dafür. Einer und meine Hände wasche ich in Unschuld. Wir schreiben das Jahr 1976. Ich sammle Zeitungen. Jugendtragödie in B. 2 17-Jährige gingen gemeinsam in den Tod. Ich sammle Ausschnitte der Wochenzeitung Bunte Illustrierte. Wenig Beifall für das Fallbeil, lese ich in dicken Lettern. Darüber das Bild des französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing, der einen Personalakt aufgeschlagen hält, Stirnrunzeln und Falten zwischen den Augenbrauen, Mimik eines angestrengt Denkenden. Ob es tatsächlich der Personalakt Christian Ranuccis ist, kann man nicht sehen. Als Untertitel lese ich die schwerste Stunde des französischen Staatspräsidenten. Zum ersten Mal schickte er einen Mörder aufs Schafott. Die schwerste Stunde des französischen Staatspräsidenten ist also nicht der Augenblick seiner Todesstunde, sondern der Augenblick, in dem er über Leben und Tod eines anderen Menschen zu entscheiden hat. Der französische Staatspräsident entschied sich für den Tod. Scharf genug, um eine Rasierklinge von ihrer Schneide zu trennen. Daneben steht ein Basskorb, sieht aus wie ein Kindersarg, mit dem einen Unterschied, dass der Deckel an einer Seite befestigt ist und wie eine Falle zuschnappen kann. Tragriemen auf allen Seiten. Während ich auf das Bild blicke, stand ich plötzlich im Geschehen und rief nach jemandem, der mir helfen sollte, den leeren Basskorb wegzutragen. Er ist leer, aber das Gewicht der Seelen aller Hingerichteten Frankreichs ist darin, helft mir. Ein Leistenbruch und ich hätte eine Geschwulst an meinem Unterleib, wie mein Vater damals, wann war das? Entstaubt wurde das legalisierte Werkzeug der Mordromantik. Entstaubt, das mag klischeehaft klingen, aber es war die erste Hinrichtung in Frankreich seit 3 Jahren. Hingerichtet wurde Christian Ranucci bei Morgengrauen in einem Gefängnishof bei Marseille. Zu einer Zeit, wo im Dorf die Hahnenschreie wie Wasserringe von Hof zu Hof eilen, fällt Ranuccis Kopf als Stein dieses Bildes auf den Grund, auf den Boden des Basskorbes. Allmählich entspannt sich das Wasser und das Blut hört zu rinnen auf. Sägespäne werden über die roten Flecken gestreut. Sägespäne, die meine Mutter wie Salz über Fleisch streut, während sie den abgeschlagenen Hahnenkopf mit dem rechten Fuß zur Seite stößt. Die Gischt des Meeres brandet in ihrem Herzen. Abwechselnd sieht sie die Farbe des Meeres, blau, rot und schwarz. Sie stellt sich vor, den Kopf ihres Sohnes in der Schürze verborgen zu halten, wie ich oft meine Mutter mit mehreren Kaffiolköpfen in der Schürze über die Dorfstraße gehen sah.
Ihre Finger wärmen sich am Blut ihres Sohnes, raureif am Unterarm. Blutstreifen wie schwarze Aale, lautlos und in Zeitlupe zerspringt das Glas aller Aquarien dieser Welt. Fische keuchen, Zierfische in allen Farben, und unter ihnen liegt der Kopf ihres Sohnes. Noch rinnt das Blut aus den Mundwinkeln, die Nerven seiner Gesichtshaut zittern noch ein wenig, Augenlider auf, Augenlider zu, ein elastisches Haar auf seinem Kopf schwankt sich wie ein Eisenseil, aber lautlos und zittert ebenfalls aus. Der Henker fasst Christian Ranucci unter die Achseln wie ein Kind, das noch nicht frei stehen kann. Nun mit erhobenen Händen, als wollte ich mich von meiner Banalität freisprechen, befreite sich der Kopf vom Körper des Delinquenten, als dem französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard ein Stein vom Herzen fiel. Valéry Giscard wachte auf. Morgengrauen? Nein. Nein, man hatte dem französischen Staatspräsidenten den Hinrichtungstag verschwiegen. Er sollte an diesem Morgen nicht allzu sehr belastet in den neuen arbeitsreichen und verantwortungsvollen Tag gehen. Ich nehme das Blatt auf dem die Guillotine abgebildet ist, und lege es auf das andere Blatt, auf dem man den französischen Staatspräsidenten mit dem Personalakt in den Händen sieht. Langsam ziehe ich das Blatt mit der Guillotine an meinem Bauch heran. Langsam erkenne ich unter dem anderen Blatt den oberen Teil des Kopfes von Valéry Giscard, nun die Augenbrauen. Ich mache Halt und sehe mir die Augenbrauen ohne die dazugehörigen Augäpfel einmal an. Links sehe ich bereits die Hälfte seines Ohres. Das andere Ohr ist unsichtbar. Der Petrus eines Profilfotografen hat es ihm abgeschlagen. Nasenspitze, linker Flügel. Und nun, meine Damen und Herren, kündige ich Ihnen seine Lippen an. Die Oberlippe und die Unterlippe. Sie öffnen und schließen sich vor der verkleinerten französischen Nationalflagge, die auf seinem Schreibtisch steht, meine Damen und Herren. Schwerfällig öffnet er seinen Mund, halb zusammengehalten von den Nerven Christian Ranuccis, die Fäden, die sich bewegen, riechen nach der Nabelschnur einer Mutter. Nein, es ist ihm nicht leicht gefallen, seinen Namenszug auf die punktierte Unterschriftenzeile des Todesurteiles zu schreiben. Zu Boden fällt jeder seiner Blicke auf den Fotos. Schade für die Zeitungsfotografen, die dem Tod leicht eines Augen blicken können, als Christian in die Linse eines Objektivs. Ich blicke in meinem Zimmer um mich und sehe lauter Zeitungen. Ein aufgeschlagenes Buch mit dem lächelnden Gesicht der Totenmaske der Else Lasker-Schüler, auf dem aber 60 Kopien dieser Totenmaske liegen. Manchmal nehme ich den Stoß Blätter in die Hand, blicke auf die Augenlider und immer wieder auf die lächelnden Lippen. Schnell lasse ich die Blätter über die Innenseite meines befeuchteten Daumens gleiten, wie ein bankangestellter Geld zählt. Ich sehe, wie ich dieses Gesicht in Bewegung bringen kann mit der Technik des Zeichentricksfilms. Der neugierige Bruder lief hinterher. Wegräumen das tote Kalb, weg damit. Die anderen Tiere im Stall sollen nicht bei einem Toten schlafen, wie die Menschen sich nicht um einen Toten scharen und schlafen. Weg damit, mit Pferdedecken einhüllen. Morgen graben wir ein Loch in der Erde, draußen auf einem fruchtbaren Feld. Morgen ist ein neuer Tag, morgen schaufeln wir ein Grab zu. Schaufel für Schaufel werfen wir Erde über das braun-weiß scheckige Fell. Den Kopf lassen wir lange unbedeckt, wie eine schwarze Wolldecke sieht die Erde auf dem Körper des Tieres aus, aus der ein Kopf mit übergroßen Augen leer in den Mond starrt. Aber wir nennen es nicht Grab, wir sagen Loch dazu. Grab nennen wir den Aufenthalt der toten Menschen auf dem Friedhof. Diese Geschichte ist also 1979 entstanden, vor 34 Jahren. Und diese Geschichte habe ich vor einem Jahr geschrieben. Mutter und der Bleistift, ein Requiem für die Mutter. In der Kindheit hat es schon Spiegel gegeben, aber in größerer Entfernung. Allmählich kommen wir uns immer näher. Es bleibt nur wenig Raum mehr um uns, bis wir uns ganz nahe sind. Der nächste Schritt heißt, den Spiegel mit der Faust zertrümmern, bluten, sich zerschneiden, oder wir bleiben stehen. Beim Lesen dieser Sätze von Ilse Eichinger in dem als Aufzeichnungen betitelten Teil ihres Buches
Kleistmoosfasane, dass ich im vergangenen Sommer nach Indien mit und in Ellora in den buddhistischen, aus dem Stein herausgeschlagenen, monolithischen Felstempeln in den Ruhepausen unserer sechsstündigen Wanderung durch diese heiligen Höhlen immer wieder zur Hand nahm, fiel mir, da flog das Wort auf, die Madonna sulla Seggiola von Raphael über den Betten meiner Eltern ein, die man an der gegenüberliegenden Wand im Spiegel mit dem breiten Rahmen wiedersehen konnte. Der Rahmen, wie die Kästen und Betten dieses Zimmers, war aus dem Holz des großen Nussbaums vor dem Elternhaus meiner Mutter, der einst unweit vom Grafensteiner Apfelbaum stand, unter dessen Ästen wir als Kinder mit dem Fußball im Kreis liefen, bis uns schwindelig wurde oder auf Zehenspitzen stehend nach den wachsgelben, mit karmesinroten Tupfen und Strichen gefärbten Grafensteiner Äpfeln griffen, wobei wir manchmal auf das faulende, am Boden liegende Fallobst und auf die uns beängstigenden, auf dem Dachboden aus der papierartigen Masse grauer Ballons geschlüpften, gelbbraunen Wespen traten und sie im mürben, saftigen Fruchtfleisch des Grafensteiner Apfels begruben. Schon das Einschlagen der Kreuzigungsnägel hört, stand in einem Stehrahmen das schwarz-weiße, leicht unscharfe, traurige Brustbild meiner Großmutter mütterlicherseits, die im Alter von 60 Jahren an gebrochenem Herzen gestorben war, wenige Stunden nachdem sie neuerlich eine Herzspritze, wie es genannt wurde, vom Hausarzt vom anderen Ufer der Rau bekommen hatte. Die Großmutter, die im Zweiten Weltkrieg in einem einzigen Jahr 3 Söhne im jugendlichen Alter verloren hatte. Wie soll ich denn die Trauer nicht halten wollen, wenn ich mich in nichts anderem finden kann als in ihr, schreibt Ilse Eichinger. Und wie heißt das? Tod, schreibt Ilse Eichinger. Im November blühen noch Schneebälle. Wie weit ist es dahinter? Bitte würden Sie mir sagen, wie spät es ist, wenn es 10 schlägt. Ich kann die Uhr nicht lesen. Als mein Großvater Johann Winkler, Fulgo Eichholzer, vor dem Gartenzaun, unweit vom Nussbaum, der später gefällt wurde, und unweit vom Grafensteiner Apfelbaum, der nie gefällt wurde, von der Postbeamtin, den männlichen Postbeamten gab es keine mehr, einen Brief bekam, in dem mit dem aufrichtigsten Kriegsbeileid bekannt gegeben wurde, dass nun auch sein dritter Sohn Adam nicht nur in Gottes Namen, sondern auch für den Führer und für das heilige Vaterland versehen mit den heiligen Sterbesakramenten des Kriegspfarrers gestorben war, begann mein Großvater am ganzen Körper zu zittern, brach mit dem Brief in der Hand in die Knie und stammelte ein Gebet, das später meine Mutter in der Haushaltsschule auf ein Stück Leinen sticken musste. Seele, geh nach Golgatha, nahe dich zu Jesu Kreuze und bedenke, was dich da für ein Trieb zur Buße reize. Nur ein hartes Herz wie Stein kann hier unempfindlich sein. Schaue doch das Jammerbild zwischen Erd und Himmel hangen, wie das Blut in Strömen quillt, dass ihm alle Kraft vergangen. Ach, der übergroßen Not, Jesus sinket in den Tod. Tags darauf kam die Tochter meines Großvaters, die 18-jährige Maria Winkler, meine spätere Mutter, mit dem Omnibus von der Haushaltsschule, der sogenannten Landfrauenschule Buchholz, nach Kammering in ihr Elternhaus und traf an der Stelle, wo mein Großvater mit der Todesnachricht in der Hand in die Knie gegangen war, ihre kleinwüchsige, immer giftige Großmutter an, die ihr die Nachricht vom bereits dritten gefallenen Bruder überbrachte und zu ihr wörtlich sagte: Mitzele, der Adam kommt auch heim, aber anders. Irgendwo in Jugoslawien, ich weiß nicht mehr wo, ich habe es verabsäumt, meine in diesem Jahr einige Monate vor unserer Abreise nach Indien, für die ich im Reisegepäck 2 Bücher von Ilse Eichinger hatte, Schlechte Wörter und Kleistmoosfasane, im Alter von 86 Jahren verstorbene Mutter zu fragen, wo ihr Bruder, der Adam, genau gefallen ist in Jugoslawien. Ja, vom Wort gefallen,
war immer die Rede. Er ist nicht erschossen oder getötet worden, er ist gefallen. Und er war ein Held, hat es immer geheißen. Und es war ein Heldentod. Das empfand ich als vornehm und würdig. Und trotzdem steckt das Wort Überreste in dieser alles erdrückenden Ausdrucksweise. Wurde mit einem Zug von Jugoslawien nach Villach gebracht, wo der ältere Bruder des Verstorbenen, mein anderer Onkel, mit einem Heuleiterwagen, an dem zwei braune Haflingerpferde mit langer weißbrauner Mähne angespannt waren, einen Leichenwagen mit eisenbeschlagenen, im Sand knirschenden Holzrädern am Bahnhof wartete und den Sarg über den Feldweg in sein 20 Kilometer weit entferntes, kreuzförmig gebautes Heimatdorf Kammerin brachte, das später auch zu meinem Heimatdorf wurde. Einen halben Tag lang war er unterwegs am Waldrand, auf Wiesen und in der Flur. O Lamm Gottes ohne Schuld, alles das hab ich verschuldet und du hast aus großer Huld Bein und Tod für mich erduldet. Dass ich nicht verloren bin, gibst du dich am Kreuze hin. Mit einem aufgeschlagenen schwarzen Gebetsbuch in der Hand, so mein Großvater, Johann Winkler, Fulgo Eichholzer, im Garten unter dem blühenden Grafensteiner Apfelbaum auf die Ankunft des Leichnams seines Sohnes gewartet haben. Stundenlang soll er gewartet haben, ganz alleine im großen Garten, und keiner wagte es, sich ihm zu nähern. Die Hölle himmelt mich ein, heißt es bei Ilse Eichinger. Und, Vater, ich habe Trost gesucht. Vor dem Himmel und vor dir, heißt es ebenfalls bei Ilse Eichinger. Meine Großmutter, die wie meine Mutter Maria Winkler hieß, kniete in der kühlen Dorfkirche mit dem Namen Maria in Dornach. Jemand hatte zur Zeit die heilige Mutter Gottes nicht auf dem Sessel, sondern in einem Dornenbusch gesehen. Deshalb wurde die Kirche Maria in Dornach getauft. Zwei Stunden später betend vor dem Altar und konnte sich danach kaum noch erheben von diesem höllischen Knien, bei dem sie sich auch noch aus ihrer Kindheit an das Knien auf der Kante eines Brennholzscheites erinnerte. Sie musste nach der Ankunft des Heuleiterwagens, auf dem nicht das frisch mit der Sense geschnittene Gras und auch nicht das von den Kinderbeinen, von den Beinen eines Knechts oder von den Beinen einer Magd niedergetretene duftende Heu lag, sondern der Sarg mit dem zerfetzten Leichnam ihres 20-jährigen Sohnes Adam. Sie hörte in der sperrangeweiht geöffneten Kirche die Hufe der vorbeilaufenden Pferde von zwei faltigen, schwarz gekleideten Klageweibern aus der Kirche Maria in Dornach und auf dem Friedhof, der ihr zum Kriegshof mit 1000 übergroßen Maulwurfaugen wurde, wo vom zahnlosen Totengräber das Erdloch schon ausgehoben worden war, in dem sich so manch halbierter in der Erdwand stecken gebliebener Regenwurm krümmte. Unter dem blühenden Grafensteiner Apfelbaum schlurfte langsam durch das tiefe Gras des Gartens vorbei an der Holzhütte auf dem breiten Hof zu, wo zwischen dem Bauernhaus und dem Stall mit den darüber gesetzten Heustaden der Heuleiterwagen, der zu einem Totenwagen umgekrempelt worden war, zum Stillstand gekommen war. Einmal, zweimal knarrten die Räder ganz leise nach, dann war Stille, dann kam die Totenstille. Meine Mutter, ihre ältere Schwester und ihre beiden noch kleineren Geschwister, zwei Mädchen, standen, wie soll ich sagen, gelähmt, verloren, hilflos. Brauchten sie überhaupt Hilfe? Auf den Betonstufen des Hauseinganges, der ebenfalls breit war. Alles war breit und groß auf diesem Bauernhof. Der Garten, der Raum zwischen Haus und Stall, selbst der Flur des Hauses war der allerbreiteste Flur aller Häuser im Dorf. Übergroß war auch der Dachboden, wo schließlich die letzten Fetzen der drei Gefallenen gelandet sind. Einen Tag lang wurde der schon stark nach Verwesung riechende Leichnam des Soldaten im breiten Flur seines Elternhauses aufgebahrt. Versuchen, in diesen tödlichen Augenblicken zu Hause zu sein, schreibt Ilse Eichinger. Auf den geschlossenen Sarg, der nicht mehr geöffnet wurde, denn man sollte ihren Sohn, wie es hieß, so in Erinnerung behalten, wie er fortgegangen war, und kein anderes Bild des Schmerzes und des Schreckens sollte, auch nicht spiegelverkehrt, über das Bild der Erinnerung gelegt werden, lagen über einem aufgenagelten Kruzifix die schlichten, knorrigen und schönen Äste mit den weißen Blüten und den weiß-rosa Blütenknospen des Grafensteiner Apfelbaumes,
aus dem großväterlichen Garten, der auch ein großmütterlicher war. Ach, was kann ich für dich tun? Ich will dir mein Herz ergeben. Herr, lass mich beständiglich unter deinem Kreuze leben. Wie du mein, so will ich dein, lebend, leidend, sterbend sein. Kein Trost mehr zu erwarten, ist der Ursprung der Fröhlichkeit. Verzweiflung erwartet immer noch Trost. Sie schielt, ist wie ein Kind, das beim Einschauen durch die Finger sieht, um zu erfahren, wo sich die anderen verstecken, schreibt Ilse Eichinger. Nach dem gewaltsamen Tod der drei erwachsenen Söhne im Krieg, nur einer konnte sich in einem Sarg verstecken, die anderen wurden sarglos in der Erde verscharrt, denn es gab kein Bestattungsinstitut auf den Schlachtfeldern. Und außerdem sarglos, was für ein Wort, also ohne Sarg soll das heißen. Formulierung ist Einverständnis, heißt es bei Ilse Eichinger. Nach dem Tod der drei Söhne also war die Familie vollkommen verstummt. Mein Elternhaus mütterlicherseits war eines der stillsten Bauernhäuser im ganzen Kärntner Rautal geworden. Niemand mehr sprach ein Wort, zwei Jahrzehnte lang nicht. Man erzählte sich keine Geschichten mehr, es gab nichts mehr zu erzählen. Denn auch diese, meine Großmutter, ihr Bild steht unter dem eingerahmten Spiegel, in dem man verzerrt die Madonna sulla Seggiola von Raphael sehen konnte, neben dem ebenfalls eingerahmten Gebet, das mein Großvater unter dem blühenden Apfelbaum gesprochen hatte, hat nicht nur drei erwachsene Söhne im Krieg verloren, meine Großmutter, auch zwei Kleinkinder starben ihr unter den Händen weg. Das eine unmittelbar nach der Geburt, das andere starb im Alter von 2 Jahren an Diphtherie. Im Ganzen waren es 10 Kinder, geblieben sind ihr 5. Lauter und immer lauter hörte man das Atmen meiner Großmutter und meines Großvaters, wenn sie über die breite, knarrende Holzstiege gingen und sich wieder einen halben Tag lang zurückzogen in ihr Schlaf- und Wohnzimmer, in ihr Geburts- und Sterbezimmer. Jeder Atemzug so schwer wie das richtige Wort, so leicht zu erdrosseln, heißt es bei Ilse Eichinger. Der Tod, 3 Tode, 5 Tode, hat und haben ihre Sprache erdrosselt. 2 Söhne wurden auf einem Schlachtfeld in Russland begraben, der 3. und letzte ist aus Jugoslawien eingekommen. Aber anders wie meine Urgroßmutter, meiner damals noch jugendlichen Mutter, einem halben Kind, um es sozusagen am Gartenzaun keck mitgeteilt hatte. Und als ich schon 3 Jahre alt und als ich schon 30 Jahre alt war, da sagte einmal meine Mutter zu mir, fahr mir ja nicht ins Titoland, da kommst du nicht wieder lebendig zurück. Das war noch in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. So tief vergraben war der Tod in ihren Knochen und in ihrer Seele. Heimelig muss es geworden sein, in ihnen und in ihr, für ewig und immer. Und fahr mir ja nicht, ja mir. In der Erstarrung fällt Schreiben mit Atmen zusammen. Beide Möglichkeiten werden gleich schmal. Das heißt, das Schreiben schmilzt ein. Das Leben selbst wird zum Schreiben. Und ebenso schwierig, jeder Atemzug muss für viele Stunden reichen, heißt es bei Ilse Eichinger. Mehrere Fotos aus dem Krieg wurden uns überliefert. Auf einem sieht man zwischen 2 Bäumen ein dickes, auf dem Rücken liegendes, totes Pferd mit offenem Maul, weit auseinandergespreizten Beinen, geschlagenen Hufen und blutbespritzten Unterkörper. Wie oft und wie lange habe ich es angestarrt als Kind, besonders den weißen Bauch des wohl 500 oder 600 Kilo schweren Pferdes. Auf einem anderen Foto liegt neben einem frischen Grab, an dem ein mit einer Blumengirlande behängtes Holzkreuz mit dem am waagrechten Balken eingeschnitzten Namen des Gefallenen steht, das Wrack eines kleinen Flugzeugs. Und auf dem 3. Foto, ganz vorne, ganz groß, 2 eingebeulte Stahlhelme. Suchen Soldaten zwischen den Flugzeugwrackteilen die verstreut im Feld herumliegenden Leichenteile ihrer vom Himmel geschossenen Kameraden mit der lang hinunterhängenden Hakenkreuzfahne. Es war das Fenster des Zimmers, in das wieder eine Zeit später, nachdem auch seine Großeltern herausgestorben waren, mein zukünftiger Vater mit meiner zukünftigen Mutter eingezogen waren, über deren Betten, gezimmert aus dem Holz des Nussbaumes,
meines Großelterngartens mütterlicherseits das große Heiligenbild mit der Madonna sulla Seggiola von Raphael aufgehängt wurde, das man verzerrt im alten Spiegel mit dem breiten Rahmen sah, dessen Holz ebenfalls aus dem Nussbaum meines großväterlichen Gartens stammte. Dort wurde ich, wiederum eine Zeit später, gezeugt und geboren unter der Madonna sulla Seggiola von Raphael mit Hilfe der Dorfhebamme, der dicken und sanftmütigen Frau Batterer und mit Hilfe meiner Tante, der Ragatschnik-Dresel, die mich als dreijähriges Kind über die knarrende Stiege meines bäuerlichen Elternhauses mütterlicherseits führte und mir in einem Aufbahrungszimmer das Totenantlitz meiner Großmutter mütterlicherseits zeigte, von der hier die halbe Zeit die Rede ist und zu mir, dreijährigem Kind, sagte, während ich den Leichnam anschaute, schau, Seppel, schau. So, dann schon.